Ich bin Miriam Davutwandi, ich komme aus Berlin und ich mache alles Mögliche im Musikbereich. Hauptsächlich arbeite ich da als Journalistin und lege auch unter dem Namen Kashmiri als DJ auf. Ich weiß nur, dass ich mich schon sehr früh immer für so die menschliche Psyche interessiert habe. Ich habe, glaube ich, zu meinem 13. oder 14. Geburtstag so einen kleinen Psychologie-Duden bekommen. Da waren einfach so ganz viele Begriffe und so Diagnosen halt so aufgearbeitet für Leute, die jetzt nicht mega viel Ahnung haben. Und habe mich immer sehr viel damit befasst. Habe aber schon gemerkt, dass ich selber irgendwie auch sehr oft sehr traurig bin oder Gefühle habe, die ich nicht so ganz definieren kann. Habe mich aber niemals getraut, das, was ich da gerade so lerne, auf mich irgendwie anzuwenden. Also so eine Selbstdiagnose oder generell das Wort Depression, das war so, ich hatte da so Respekt vor, dass ich das eigentlich jahrelang verdrängt habe und dass ich das so richtig ausgesprochen habe und gesagt habe, ja, das, was ich habe, das ist, glaube ich, eine Depression. Da war ich schon, da sind Jahre vergangen, da war ich schon weit über 20. Irgendwann hat sich das bei mir auch so reingesteigert in Suizidgedanken. Das ist natürlich das, wo, glaube ich, dann bei den meisten Leuten so ein bisschen die Alarmglocken angehen. Bei mir natürlich auch. Ich habe mich gefragt, so, warum? Also das ist doch total absurd. Ich bin eigentlich ein eher ängstlicherer Mensch und habe vor allem Angst. Da hatte ich aber dann so ein Gefühl von, eigentlich ist es gerade so in dieser Ohnmacht, in der man sich so suhlt und man hat das Gefühl, man weiß gar nicht, was man mehr tun soll, man fühlt sich wirklich ohnmächtig, hatte ich wieder so ein Gefühl von Macht, was gar nicht heißen soll, dass Suizidgedanken was Gutes sein sollen. Wie gesagt, Alarmglocken sollten bei allen angehen, sowohl bei einem selbst als auch von außen, wenn Leute das hören. Man sollte sich spätestens dann irgendwie doch Hilfe suchen. Freundin hat für mich Therapeutinnen abgeklappert und mir diesen Platz besorgt. Allein hätte ich das wahrscheinlich bis heute nicht gemacht. Und das war erst vor 3 Jahren. Also genau, es hat schon über 10 Jahre gedauert, bis ich mich das getraut habe. Ich wusste, was mit mir los ist und warum das auch gerade mit mir passiert. Ich glaube, mir ist es eigentlich alles total klar. Ich bin auch am Anfang mit dieser Arroganz rangegangen von wegen, was will die mir denn erzählen, was ich nicht schon über mich selber weiß. Aber darum ging es gar nicht. Da ging es wirklich um Lernen, damit umzugehen. Und gar nicht, dass mir jetzt jemand sagt, ja, der Punkt in deiner Kindheit hat dafür gesorgt, dass du jetzt so fühlst. Das wusste ich schon, aber okay, ich verhalte mich so wegen diesem Punkt in meiner Kindheit, aber wie kann ich damit umgehen? Ich kann ja nicht für immer mich darauf berufen, dass mir mit 6 Jahren mal was Blödes passiert ist. Also die Depression wird, glaube ich, für immer bleiben und nie weggehen. Ich glaube, es gibt da nichts, was die wirklich beseitigen kann oder so einen Geheimtipp. Was ich aber gelernt habe, ist, was mir hilft in diesen Momenten, wo ich merke, es driftet jetzt gerade wieder ab. Und da habe ich das so ein bisschen gelernt, auf Bedürfnisse vor allem zu achten. Und eins meiner Lieblingsspiele ist nach wie vor Sims. Und das nehme ich mir so ein bisschen als Beispiel so für mein Leben, weil die haben so ein paar Hauptbedürfnisse und die musst du jeden Tag erfüllen und befriedigen. Sonst kippen die irgendwann um, machen sich in die Hose und sind unglücklich oder so. Und deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen auf mein eigenes Leben zu übertragen und einfach mal diese Grundbedürfnisse wirklich systematisch, notfalls auch mit einem Zettel, sich das aufzuschreiben, so abzuhaken. Also hast du geduscht, hast du gegessen, hast du getrunken, hast du genug geschlafen, hast du mit einer Person heute gesprochen, ein bisschen Spaß gehabt. Also wirklich so diese Basis-Grundbedürfnisse, so banal es auch klingt, dass ich die erstmal befriedige und dann nochmal in mich reingehe und gucke, wie geht's mir jetzt eigentlich. Und ganz oft hilft es tatsächlich, das schon mal zu tun. Und was mir dann hilft, wenn es wirklich schlimmer ist, ist mich auf so das Grundsätzliche vom Leben irgendwie zurückzubeziehen, in die Natur gehen, mit Tieren zu tun zu haben. Ich bin auch noch hochsensibel, das heißt, ich nehme alle Reize eh sehr stark wahr und dadurch, dass ich in einer Branche arbeite, die mit Überflutung von Reizen natürlich auch arbeitet, es ist alles bunt und laut und überall ganz viele Bilder und an jeder Ecke rappt mir irgendjemand ins Ohr und so. Deswegen brauche ich dann immer diesen Ausgleich von alles, was irgendwie gar nicht so glamourös und laut und bunt ist, sondern einfach nur so grundsätzlich zum Leben gehört.
ja aus so einer Platte in Bukarest und wurde in so eine Kleinstadt in Baden-Württemberg reingezerrt, wo Happy Life herrscht, allen geht's gut. Es ist Wohlstand, alles ist grün und schön. Und als ich dann dahin kam, hatte ich einfach nichts, womit ich mich identifizieren konnte. So. Und das Erste, was mir dann was gegeben hat, war eben Rap. Das habe ich dann im Fernsehen gesehen. Die Leute sahen aus wie ich, haben gesprochen wie ich, hatten ähnliche Themen, hatten ähnliche Familien-Backgrounds und so weiter. Deswegen konnte ich mich sehr stark damit identifizieren. Wie gesagt, ich bin hochsensibel, dementsprechend reagiere ich auf Musik sehr, sehr stark. Deswegen mag ich Rap auch ganz gerne, weil da traurige und ernste Themen so verpackt werden. Nicht immer natürlich, aber ganz oft so, dass die Musik gar nicht zum Inhalt passt. Dann klingt das wie so ein Club-Song, aber eigentlich redet er gerade auch über seine Suizidgedanken. Für mich ist Hip-Hop oder ist Rap das Genre, in dem am allermeisten über diese Themen gesprochen wird. Es ist nun nicht immer so ganz offensichtlich. Und das war schon immer so. Das war schon in den 90ern so. Da hat auch ein Notorious B.I.G. über seine Suicidal Thoughts gerappt, aber es klang vielleicht nicht so. Oder wenn ein Künstler, der zum Beispiel Future heißt, der dessen Musik sich so mehr auf so Vibes bezieht, das klingt halt alles sehr, sehr gut und entspannt. Und dann hat er Songs, die Codeine Crazy heißen und alle denken, ach ja, der macht gerade Party auf Codein. Da geht's aber gar nicht darum. Da geht's um seine Probleme damit. Oder Künstler heutzutage, die noch sehr, sehr jung sind, auch gerade im Deutschrap, wie so ein Edo Saya oder auch Leute, die ich persönlich sehr gern mag, wie ein OG Kimo oder so. Da gibt es so viele Namen von Leuten, die das thematisieren, die das aber vielleicht nicht so plakativ machen. Gesamtgesellschaftlich ist es ein Riesenproblem, zum Beispiel, was so Männlichkeitsbilder mit Männern macht und warum auch viele Männer gerade dazu neigen, solche Krankheiten mit sich rumzutragen, nicht in Therapie gehen und so weiter. Da wissen wir schon sehr viel drüber. Genau dasselbe trifft vielleicht auch auf Rap zu, aber ich habe das Gefühl, dass viele Rapper das zumindest in ihrer Musik zum Ausdruck bringen können. Und das gibt mir viel und ich glaube, das hilft denen auch sehr viel. Und genau, ich würde mir wünschen, dass man da so ein bisschen genauer hinhört, weil es wird mega viel thematisiert. This is my call to all involved. Sign my letter, sincerely lost, sincerely lost. In Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund, es muss offener auch in den einzelnen Communities drüber gesprochen werden. Das ist einfach ein Thema, was kaum stattfindet. Ich kann nur so ein bisschen von meiner Familie sprechen und Leuten in meinem Umfeld. Da war einfach keine Zeit dafür. Man hatte keine Zeit, sich mit seiner eigenen mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen. Man musste irgendwie versuchen, die Sprache zu lernen, sich zu integrieren, arbeiten. Musste so viel machen, Kinder erziehen. Und das halt alles unter erschwerten Bedingungen, dass da einfach für sowas nicht viel Zeit da war und teilweise natürlich auch kein Verständnis. Klar, ich würde mir mehr Therapeutinnen mit Migrationshintergrund wünschen, auf jeden Fall. Ich hatte aber zum Beispiel eine Therapeutin, die meinte auch zu mir, du bist die Erste überhaupt, die ich hier behandle, die einen Migrationshintergrund hat. Und wir haben uns am Anfang teilweise echt oft widersprochen. Das war so ein Konfliktherd, dass ich ganz oft meinte, so, nee, meine Eltern sind halt so, ich kann da nicht mehr viel ändern an denen. Oder das ist ein kultureller Background, warum die sich gerade benehmen, wie sie sich benehmen. Sie meinte mal so, nein, das hat damit nichts zu tun und so. Und dann sind wir ganz oft aneinander gestoßen. Aber wir haben auch super viel voneinander gelernt. Also am Ende dann der über 2 Jahre, wo ich bei ihr war, hat sie dann sich super für diese Themen sensibilisiert, während ich aber natürlich auch einen Schritt auf sie zubewegt habe und gemerkt habe, okay, ich muss auch aus diesem Verteidigungsmodus, den ich die ganze Zeit habe, den man sich natürlich über die Jahre antrainiert, auch raus. Das war, wie gesagt, mein Problem. Man kann nicht immer alles auf seine Kultur schieben. Also das tut man dann sehr gerne. Und ja, das ist bei uns halt so. Nee, das ist, ja, auch wenn es so ist, es gibt trotzdem schlechte und toxische Verhaltensmuster. Und die muss man auch so benennen, auch wenn es schon immer so war. Aber ich glaube, es ist trotzdem super wichtig, dass so ein rassismuskritischer Umgang, dass man Verständnis hat und Empathie hat für Rassismuserfahrungen von Patientinnen, dass das definitiv mehr Teil einer Ausbildung auch sein muss. Wäre es, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, egal was es ist, es muss ja nicht immer direkt eine tiefgreifende Depression sein, dass man das nicht so zu seinem Geheimnis macht. Also gerade ich hatte das auch als Jugendliche, dass es so mein kleines Geheimnis war, teilweise sogar total romantisiert oder auch als so
Teil meiner Persönlichkeit, habe ich das betrachtet. Dass ich jetzt halt so die düstere, traurige bin oder so, dass man das aber auf gar keinen Fall tun sollte und schon gar nicht zu seinem Ding machen soll. Also man sollte sich immer mindestens eine Person raussuchen, mit der man dieses Geheimnis teilt. Natürlich, wenn es mit Familie und Freunden nicht geht, dass man sich wenigstens online, da gibt es ja heutzutage zum Glück immer mehr Angebote, dass man sich wenigstens online irgendjemanden sucht, auch wenn es nur ein Chatpartner, eine Chatpartnerin ist oder von irgendeiner Initiative eine Telefonnummer raussuchen, dass es irgendeinen Menschen gibt auf dieser Welt, der Bescheid weiß. Und dass man im allerschlimmsten Notfall irgendeine Nummer hat, die man antexten kann, die man anrufen kann und das nicht komplett alleine durchsteht.